Und nach diesem epischen Intro wünsche ich euch herzlich willkommen zu Super Smash Bros. Brawl. Meine ganzen Reisen sind vorbei, Gamescom und so Zeug, alles vorbei und damit kann ich jetzt auch ein neues Projekt wieder beginnen. Und ich habe mich für Brawl entschieden, einfach nur weil dieses Spiel wundervoll ist. Wir schauen uns diese Tutorial schauen wir jetzt nicht an. Einfach nur, ich finde dieses Spiel wundervoll. Es ist mein Lieblingsspiel of all time. Ja, das ist mein Lieblingsspiel. Und zwar wegen dem Story-Modus. Und den Story-Modus, den werden wir hier auch spielen. Und nein, wir wollen kein Scheiß-Tutorial. Wir werden den Story-Modus hier spielen. Wir werden auch, ich weiß gar nicht mehr, was es alles gab. Ne, ich geh jetzt mal kurz ins Hauptmenü. Das ist Nostalgie. Ich habe dieses Spiel seit 4,5 Jahren nicht mehr gespielt. Also, es gibt durchaus einen gewissen Nostalgiefaktor bei mir, weil ich habe dieses Spiel geliebt, gesuchtet. Ich weiß nicht, wie oft ich es durchgespielt habe. Also den Story-Modus jetzt. Weil der Story-Modus ist einfach eine Legende. Ein Meilenstein. Der ist einfach nur geil. Also wir gehen natürlich in Solo. Ich werde auf jeden Fall klassisch zeigen. Die Mission werde ich machen. Das Stadion könnt ihr auch noch zeigen. Das Training braucht es nicht, weil das ist unnötig. Ich würde aber sagen, wir fangen zuerst mit dem Subraum-Emissär an, denn das ist der Abenteuermodus und der ist einfach nur mega geil. Es gibt einfach nichts, was an diesem Story-Modus nicht stimmt. Wirklich. Es ist unglaublich. Also, ja, fortsetzen geht schlecht, wir werden wohl oder übel was Neues anfangen. Okay, warte mal. Wenn da fortsetzen steht... LOL, hier ist noch ein Spielstand. Stimmt, hast du dir auf der Konsole gespeichert, deshalb habe ich hier was. LOL, wann habe ich denn auf der Wii U mal Brawl gespielt? Sau, LOL. Naja, auf jeden Fall nehmen wir einen neuen. Ja, anscheinend habe ich hier ein paar coole Namen, ne? Kok und Bitch, ich weiß nicht warum, bitte fragt mich nicht. Wir beginnen ohne Namen, auch wenn wir eigentlich einen Namen haben, aber scheiß drauf. Wir fangen an. Ah. Das habe ich mir sehr lang durch den Kopf gehen lassen, was ich für eine Schwierigkeit nehme. Und ich habe es zwar schon seit über 4 Jahren, oder halt, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal gespielt habe, wann dieser Story-Modus, ich kann mich nicht mal daran erinnern, dass ich es mal auf der Wii U gespielt habe. Aber wir nehmen schwer. Normal ist mir zu einfach, leicht sowieso, sehr schwer ist mir und heftig ist mir dann ein bisschen zu krass. Wir nehmen schwer. Damit haben wir einen guten Ausgleich und verkacken vielleicht das ein oder andere Mal. Aber wollen wir uns zuerst die Cutscene ansehen, denn die Cutscenes sind richtig geil. Wir befinden uns im Stadion. Und da haben wir auch gleich schon die ersten zwei, nämlich Zelda und Peach. Ich finde diese Vorstellungen von den Charakteren immer so abgefuckt geil, ne? Das habe ich immer so gefeiert. Und auch Mario betritt das Game. Wie es aussieht, bekommt er aber gleich mal einen Kontrahenten. Nämlich Kirby. Und da geht's gleich schon zuerst zum ersten Versus. Ich muss sagen, ich muss direkt zu Kirby tendieren. Kirby war mein Main in Brawl. Und deshalb werde ich ihn hier auch nehmen. Ich habe absolut keinen Plan, wie nochmal hier alles ging. Weil ich habe wirklich schon ewig nicht mehr mit Wii-Fernbedienung und so und Nunchuck gespielt. Das ist durchaus eine kleine Umgewöhnung. Ah, hier war's Schild, genau. Boah, hier sind die Mechaniken noch so anders, ne? Ich bin ja nur das Ding gewohnt. Wie heißt es? Brawl für die Wii U, deshalb... Komm, verpiss dich, Mario. Wie gesagt, ich bin nur bis Brawl für die Wii U gewöhnt und deshalb kann es durchaus mal sein, dass ich ein paar Angriffe nicht so haben will, wie... oder so mache, wie ich sie eigentlich nicht haben will. Oh, das war gut von ihm. Ja, man merkt schon, dass wir hier auf schwer sind, denn er will schon Stress machen. So ist es nicht. Nein, ich bin keiner, der... Oh, das war's. Down. Weg. Ciao. Links sieht man übrigens unsere Leben. So viele Smash-Bälle, wie wir haben. Somit hat Kirby gewonnen.
Und Pitt wird auch gleich mal vorgestellt. Ich fand es immer so cool, ich habe damals einfach keinen Plan gehabt, ne? Ich kannte die Charaktere einfach nicht. Das ist so neu für mich gewesen alles. So. Mario wurde besiegt, aber als fairer Gewinner beleben wir ihn natürlich auch gleich wieder. Sie geben sich die Hand nach einem fairen Match, das wir mit dem Stein gewonnen haben. Doch es scheint Ärger zu kommen. Boah, Mann, ich kann mich nicht. Also obwohl ich schon lange nicht mehr gespielt habe, kann ich mich an so viele Sachen noch erinnern. Ne? Das ist immer das Geilste. Da sieht man, wie krass man es gesuchtet hat. Und da beginnt jetzt langsam das Grauen. Diese lila Flecken, ich werde sie niemals vergessen. Hier kommen nämlich die Monster. Okay. Zelda und Peach schreiten ein. Und somit haben wir nun eine Auswahl zwischen vier Charakteren. Ich werde jetzt diesmal Mario nehmen und Kirby natürlich. Und dann kann ich mir noch eine von den zwei aussuchen. Ich kann mit beiden nicht umgehen. Vor allem jetzt nicht mehr. In Super Smash Bros. U geht es noch einigermaßen, aber. Boah, hier gar nicht mehr. Warte mal, Zelda konnte. Ja, komm, ich nehme Zelda. Ah, Peach darf man auch nehmen. Okay. Ist ja nur die Reihenfolge, ne? Wenn man mit allen stirbt, hat man halt verkackt. Aber ich werde wahrscheinlich eh nicht mehr als zwei Karas benötigen. Wow, okay, ich nehme es zurück. Diese Typen muss man halt einfach besiegen. Mehr ist es eigentlich nicht. Mit einem gekonnten Smash-Angriff sind die sowieso alle down. Wenn man es gescheit anstellt, muss man dazu sagen, ne? Natürlich gibt es auch von diesen Gegnern verschiedene Formen. Und es gibt natürlich auch andere Gegner. Und ich nehme jetzt einfach mal das Metall hier. Oh, bei der Wolke weiß ich noch ganz genau, da muss man die Batterie oben treffen. Dann ist die instant down. Also so ein paar Sachen kann ich dann doch noch so ein bisschen. Ich wusste gar nicht, dass diese Attacke hier solche Wunder hilft. Oh, das ist ganz interessant. Lol, wir haben sogar einfach instant die Wolke bekommen. Die Wolke zu bekommen ist eigentlich nicht so einfach. Bevor es jetzt hier an manchen zu schnell geht, ich erkläre es kurz, dieses Trophäending ist dafür da, das schmeißt man auf diese Offline-Gegner. Oder halt diese Story-Mode-Gegner. Und die bekommt man dann als Trophäen. Wenn man 100% haben will, muss man natürlich von jedem Gegner so eine Trophäe haben. Ganz logisch, oder? Oh Mann, also. Ich merke schon. Nice. Feuer. Feuer ist immer gut. Nein, nein, du kannst dich auch verpissen. Und das ist natürlich noch geiler. Damit sind die eh instant down, wenn sie mal herkommen würden. Ich sterbe nicht mehr, oder? Ich wäre jetzt gerade gestorben, weil da eine Bombe gelegen ist. Aber das war jetzt geil gerade. Und diesen Typen. Der uralte Minister. Das ist natürlich auch eine ganz interessante Sache, dieser Typ. Aber. Seitdem erfährt man noch mehr als genug. Und diese Bomben, die von den Robs auseinandergezogen werden, an die kann ich mich auch noch ganz gut erinnern. Die waren auch immer so eine ganz interessante Sache mit ihren 3 Minuten als Zeitlimit, bevor sie alles zerreißen. Ja, man sieht schon, die wollen hier so ein bisschen auf IS machen, aber ja, die kommen nicht ganz ran. Eieiei, ich habe voll vergessen, dass hier Mario so weggedonnert wird. Oh. Und da ist schon der erste Kollege, der uns Gesellschaft leisten will, nämlich Mutant Tyrannia. Was auch so geil ist, ist, dass aus jeder Spieleserie, die von Nintendo kommt, halt einfach ein fucking Charakter kommen kann. Das ist ja das Geile. Ach ja, übrigens, bevor ich es vergesse zu sagen, hier kann man sich entscheiden, welchen Käfig man zerstören möchte. Je nachdem, welchen man zerstört, hat das verschiedene Auswirkungen auf die Story. Also, halt, was heißt Auswirkungen? Nicht so krasse Auswirkungen. Man sieht halt dann nur andere Cutscenes. Mehr ist es nicht. Wenn man die Käfige direkt angreift, dann nehmen die ultra viel Schaden. Wenn man Mutant Tyrannia angreift, dann nimmt halt alles Schaden, aber man muss nur einen Käfig zerstören. Ich habe jetzt bewusst nur Zelda zerstört. Angegriffen, weil ich Zelda befreien wollte und Peach nicht, weil ich Zelda cooler finde. Also, Zelda und Kirby sind entkommen.
Und Wario kommt ins Spiel. Scheint wohl einer von den Bösen zu sein, was nicht verwunderlich ist. Hätten wir Peach befreit, dann würde Zelda da jetzt liegen. Also hilflos. Je nachdem, wen man nicht befreit, der wird jetzt von diesem Pfeil getroffen. Und dieser Pfeil sorgt dafür, dass man in eine Trophäe verwandelt wird. Also man kann hier schon den Verlauf der Geschichte ein bisschen verändern. Das ist ganz verschieden. Hat auch dann irgendwann Auswirkungen auf die Cutscenes. Eieieiei. Und die Bombe geht hoch. Aber glücklicherweise ist Kirby ja nicht blöd und fliegt davon. Woo! Ja, damit haben wir die erste Stage gemeistert und ich bin jetzt schon einfach wieder voll im Hype auf dieses Game, ne? Es ist unglaublich. Es ist so geil. So, den Kämpfer... Ah, stimmt, wir bekommen immer Kämpfer. Wir haben Kirby bekommen und Zelda. Die anderen bekommt man erst, wenn man mit ihnen eine Stage gemeistert hat. Also, jetzt waren am Ende waren ja noch Kirby und Zelda da. Wenn die es rausschaffen, ohne Komplikationen, dann kriegt man die Kämpfer. Nur falls ihr euch wundert, warum man Mario jetzt nicht bekommen hat. Den hat es ja weggedonnert. Der ist noch nicht ganz safe. Speichern würde ich immer. Was ist das für ein... Ich habe absolut keinen Plan, was das für ein Speicherstand ist. Aber wisst ihr was, um Spoiler jetzt wegzumachen? Weil man da Karas sieht, die erst später kommen. Und das sackt ein bisschen. Gehen wir zurück zur Karte und zum Reich der Lüfte. Und holen uns die nächste Cutscene. Und auch Pit verfolgt das Geschehen. Glücklicherweise erscheint die Palutena, die jetzt in diesem Smash noch nicht dabei ist, dafür im nächsten. Sonst würde sie ja vorgestellt werden. Weil jeder Kämpfer wird vorgestellt. Wobei, nee, der uralte Minister wurde ja auch vorgestellt, ne? Ja. Egal. Wenn man nicht vorgestellt wird, hat man auf jeden Fall keine größere Rolle. Sagen wir es so. Peter hat keinen Bock mehr, der begeht jetzt lieber ein bisschen Suizid. Wäre lustiger, wenn er nicht fliegen könnte. Wuhu! In diesem Sinne dürfen wir jetzt mit Pit gleich mal durch die Lüfte schweben. Es lädt. So, da sind wir schon. Boah, was kann Pit denn hier nochmal? Der hat ein Schild. Genau, der hat hier das hier. Der Pfeil, oder? Und das Hochfliegen. Ja, genau. Passt. Daran kann ich mich noch erinnern. Gut, dass ich die Fähigkeiten noch so einigermaßen kenne. Das hier sind Sachen, da kriegt man Items raus, also, ja, nichts Besonderes. Da kann man auch Essen rausbekommen, um seine Prozente ein bisschen zu verringern. Oder Sticker. Und dann gibt's auch noch, warte, wenn ich jetzt eins finde, kann ich es euch zeigen. Trophäen kann man da auch rausbekommen, aber es geht mir jetzt in erster Linie um was anderes, aber da finden wir bestimmt noch was dazu. Musik hört auf, Cutscene beginnt, wie immer, ne? Ah, und das Schiff, wie wir es vorhin gesehen haben, scheint uns wohl wieder entgegenzukommen und Probleme zu machen. Und es lässt schon wieder diese lila Klumpen raus. An die kann man sich natürlich nur zu gut erinnern, ne, wenn man den Story-Modus schon mal gespielt hat. Und da spawnen die Viecher. Das sackt natürlich. Pit lässt sich dadurch aber nicht einschüchtern. Was ich gut finde. Ja, ich dachte mir schon, dass das ein Mini-Pilz ist und kein... Was übrigens sehr hilft, ist, wenn man die Gegner einfach runterschlägt. Und auch noch ganz praktisch... Aua. Warte, wie ging es nochmal? So wirft man weg, ne? Was auch noch ganz praktisch ist, ist, wenn man... die besiegten Gegner so, wenn man die Gegner so besiegt, dass sie dann gleich auf jemand anderen drauf gehen. Boah, Instant Kill, Alter. Da sieht man mal, wie schwach die bei der Batterie sind. Hilfe!
Ja, das wollte ich nicht. Und das wollte ich auch nicht. Egal, ist trotzdem tot. Ich nehme das eine gleich. Was will denn jetzt der Typ? Verpiss dich. Da oben liegt ein Braten. Boah, die machen so viel Prozent, ne? Da sieht man halt wieder, in welchem Modus man ist. Dass wir hier in schwer sind, merke ich schon. So, und hier ist eine CD drin. Und diese goldenen Kisten, die sind wichtig für die 100%. Wenn ihr die 100% haben wollt, dann schaut am besten, dass ihr die immer findet, in jedem Level. Oh, stimmt, die waren... Ne, die waren nicht unbesiegbar. Ich habe mir gerade besiegt. Oh, ein Herz ist natürlich ganz praktisch, ne? Da scheint es aber nichts mehr zu geben. Dann gehen wir mal weiter. Scheiße. Wie hieß das Viech nochmal? Schnetzel. Es gibt nichts Schlimmeres. Aber das Gute ist, Schnetzel ist sehr verwundbar an seinem Kopf. Wenn man den Kopf angreift, ist Schnetzel sofort tot. Es gibt nichts Schlimmeres als ein Schnetzel. Cutscene. Peach scheint da was zu sehen und das sieht doch aus wie Mario. Mario hat natürlich Flashbacks. Sowas lässt sich ein Mario nicht gefallen. Deshalb wissen die zwei sofort, was zu tun ist. Mario kann zwar nicht fliegen, aber springt auf die Steine. Ich nehme Mario, weil ich mag Mario mehr als Pit. Auch wenn Pit jetzt überzeugt hat. Ich hätte nicht gedacht, dass er so viel Schaden macht, aber... Ja, vielleicht ist er auch nur in Smash U so scheiße. Und ich hatte ihn ganz falsch in Erinnerung. Ach, diese Gegner sind ja auch interessant. Die sind einfach nur komplett scheiße. Mehr nicht. Glonner heißen sie. Stimmt, da war ja was. Die hießen so. Können nur an Wänden entlang rollen und mehr auch nicht. Und nerven halt. Aber wie gesagt, mehr auch nicht. Mario kann hier das gleiche. An Spitz. Das ist natürlich auch ganz interessant. Die sind wirklich unbesiegbar. Weil die haben ein Schild. So. Meine Aufnahme ist zweimal abgekackt. Nicht nur einmal. Zweimal, weil die Festplatte aus irgendeinem Grund meinte, dass sie voll ist. Aber einmal habe ich sie umgeändert. Das wollte es anscheinend nicht annehmen und es kam die Meldung halt gerade wieder. Wo es meint, dass es ganz cool ist. Aber gut, okay. Mir doch egal, Hauptsache jetzt geht's. Verpasst habt ihr nichts. Zumindest nichts Weltbewegendes. Nichts, was man irgendwie jetzt so... Nichts, was wichtig wäre, sagen wir so. Ich bin zwei Schritte weiter gelaufen. Hab ca. 5 Gegner besiegt. Mehr nicht. Ich weiß, sowas zackt. Aber ich kann leider auch nichts dafür. So, gehen wir mal in die Tür rein. Das ist nicht die finale Tür, keine Sorge. Das ist nur so ein Bonusraum. Oh nein, es geht hoch. Was tun wir jetzt nur? Lol. Möglicherweise mitspringen. Ihr könnt euch vorstellen, wie einfach das mit Pit ist, oder? Oh, das war so schwer. Wenn man hier oben ist, bekommt man halt einfach nochmal eine Statue. Cool ist halt, dass in diesem Spiel gerade momentan alles komplett... Resettet ist fast. Außer diesem einen Story-Modus Spielstand, wo ich immer noch nicht weiß, woher der kommt. Also frag mich bitte auch nicht. Verpiss dich. Weil wenn die schwarz sind, dann werden sie richtig aggro. Verpiss dich. Kommt so ein Schnetzel. Ah, ich hätte einen Schnetzel erwartet. Aua. Boah, please, kann man diese Viecher nicht irgendwie komplett umbringen, dass sie nie wiederkommen. Es gibt nichts Schlimmeres als Boomerang-Wichser. Jetzt könnt ihr mal schauen, wie die Schwarze ein bisschen abgeht. Ja, die schießt so ein paar Blitzchen. Die fühlt sich nämlich ganz cool. Verpiss dich. Das ist sehr gut. Wenn ich dürfte. Down, 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 down. Verpiss dich, down. Verpiss dich. Boah, wenn sie den Schlag aufladen, mit dem machen sie richtig viel Schaden. So, bei diesem Teil ist es ganz wichtig, ihr müsst wissen, wenn ihr euch nicht bewegt, dann tut er euch nichts, weil er schießt, er zielt immer genau so, dass er euch nicht trifft. Nämlich genau in dieser Mitte. So, und die goldene Tür ist immer der Abschluss der Stage. Könnt ihr euch sicher sein. Und da scheint, okay, da scheint noch ein kleines Schiff mitzufliegen. Wer könnte das sein? Gut oder böse? Man weiß es nicht.
So, dann schauen wir mal. Stage gemeistert finde ich sehr gut. Jetzt sollten wir auch Mario als Kämpfer bekommen haben, oder? Jawohl. Den Kämpfern beigetreten. Mario und Pit wahrscheinlich. Und Pit. Jawohl, haben wir jetzt. Sehr nice. 4%. Und man sieht auf der Map, wenn es so leuchtet, dieser Levelpunkt, dann haben wir alles gefunden. Dann ist es zu 100% abgeschlossen. Wenn wir das nicht haben, dann ist hier eine Fahne. Verstanden? Gut. Ja, ich würde sagen, wir machen es nächstes Mal weiter bei Super Smash Bros. Brawl. Ich hoffe, ihr schaltet dann wieder ein. Ich bin auf jeden Fall sehr gehypt, auch wenn die erste Aufnahme jetzt zwei scheiß Festplattenfehler hatte. Juhu. Egal. Lief gut, finde ich. Dafür, dass ich es schon ewig nicht mehr gespielt habe. Ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein und es interessiert euch hoffentlich genauso stark wie ich dieses Spiel. Bis zum nächsten Mal und ciao.